Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. So, entweder dahin oder dahin, das ist jetzt die Frage. Ich ruf mal das Pferd. Holt. Ich glaube, wir gehen mal lieber das. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich guck mal eben. Was sagt denn Barnabas auf Reisen? Okay. Die Anwärter finden. Ist die ausgefallen? Ah, okay. Ja, wir sollten wirklich, glaube ich, erstmal dahin. Ella, Ella! Hier drüben, komm schon! Willkommen bei den Spielen! Atme tief ein! Riechst du den Duft der Begeisterung? Soll das jetzt etwa die ganze Zeit so weitergehen? Bei den Göttern, ja! Dann versuche ich schnell zu gewinnen. Komm schon, irgendwas musst du doch fühlen. Ich habe doch nur Spaß gemacht. Wer wäre hier nicht beeindruckt? Das hier ist ein Ort unsterblichen Ruhms. Seid ihr gewiss, dass Hera und Zeus deine Leistungen genau beobachten werden? Oh, also kein Druck, ne? Vergiss das für den Moment. Lass uns den Anblick genießen und sehen, was Olympia zu bieten hat. Wunderschön, nicht wahr? Es ist wirklich beeindruckend. Aber schade, dass wir die Streitwagenrennen verpassen. Oh, die hätte ich so gern gesehen. Wir sollten uns alles ansehen und den Göttern danken, dass wir hier sein dürfen. Und an was hast du gedacht? Es gibt so viel zu sehen. Zum Beispiel der Tempel des Zeus, der Altar des Zeus und natürlich der Olympische Baum. Wir sollten Zeus ein Opfer bringen und um Glück bei den Spielen bitten. Ich glaube, das ist jetzt nochmal so ein bisschen Stadt kennenlernen Quest, oder? Wo ist denn der Alter? Ach, das ist. Okay, ist ausgestattet, ausgerüstet. Wusch, dass wir jetzt erst die hysterischen Orte, die historischen Orte kennenlernen. Obwohl wir hier eigentlich schon in der Stadt waren. Ob das auch wegen der Story ist? Dass ich einmal eine Opfergabe an die Götter in Olympia erlebe. So etwas habe ich noch nie gesehen. Und das ist noch gar nichts. Am letzten Tag werden sie 100 Stiere als Hekatombe zu Ehren Zeus schlachten. Ich krieg Hunger. Das ist nicht für Leute wie uns. Was stimmt denn mit uns nicht? Mein Freund hier würde gerne diese Opfergabe probieren. Ich habe auch Drachmen. Ein paar Drachmen kann ich schwerlich ablehnen. Köstlich. Hab Dank, mein Freund. Aber gern. Ich weiß ja, wie viel dir das alles bedeutet. Also dann. Wir haben hier genug Zeit verbracht. In der Tat. Gehen wir. Wir sind in Olympia. Da muss man einfach den Tempel des Zeus besuchen. So, Tempel des Zeus, wo bist du? Ja.
Ich habe gehört, es gilt als eines der Weltwunder. Es ist von deinem Freund, dem Bildhauer Phidias. Freund würde ich nicht sagen. Selbst Bekannter wäre wohl noch übertrieben. Spürst du nicht auch die Präsenz von Zeus und Hera, wenn du hier stehst? Ich hielt das für den Wind. Versporte die Götter nicht! Tut mir leid. Ich will nicht, dass meine Gefühle deinen Tag überschatten. Denk nicht, dass die Götter dich quälen wollen, sondern dass ihre Hände dich zu Großem geformt haben. Mich haben keine Hände geformt. Falls die Götter mich kennen, sehen sie nur schweigend zu. Ah, komm, wir verschwinden von hier. Aber du hast Glück. Mein Glaube reicht auch für uns beide. Ich würde gern den Olympischen Baum sehen. Gibt's den heute noch? Fragezeichen? Ist das heute noch vielleicht irgendeine Tradition oder so? Oder gab's das überhaupt? Das muss man ja auch noch fragen. Ich weiß selbst nicht, was ich erwartet habe, aber scheinbar kein Baum. Du willst dir einen Baum ansehen? Keinen gewöhnlichen Baum. Das ist der gesegnete Baum, aus dem die Kotinos der Sieger geflochten werden. Ich würde Drachmen einem Kranz vorziehen. Ein Kotinos ist kein gewöhnlicher Kranz. Die Olivenzweige werden von Kindern gepflückt und zum Tempel der Hera gebracht. Dort flechten die Helanodike, die Preisrichter, die Kränze. Ich schätze, Kränze lassen sich leichter nach Sparta tragen als Gold. Wenigstens siehst du ein, dass sie praktisch sind, auch wenn du ihren wahren Wert nicht erkennst. Barnabas? Ja? Ich muss dir danken. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr abgelenkt. Nein, deine Gesellschaft hat es nur noch schöner gemacht. Ein Schwarm Harpien könnte meine Laune nicht trüben. Wir sind in Olympia. Du trittst an und ich bin sicher, du gewinnst. Okay, Barnabas. Hier, guck mal, ich habe gerade den linken, den rechten Stick gar nicht in der Hand, aber... Guck mal, seht ihr es zucken? Ja, jetzt hat es aufgehört, okay. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da ist der Iber, der kann uns mal kreuzweise. Dann ist das jetzt wohl. Wir treten wohl jetzt an. Wir scheinen alles erledigt zu haben, was es hier gibt. Tja. Ich weiß nicht mal, ob sich das lohnt, aber ich werde nochmal das Inventar checken. Ich glaube nur nicht, dass uns das was bringt, weil es sind die Olympischen Spiele wieder. Unsere Waffen werden was bringen. Und wahrscheinlich eine Rüstung auch nicht, weil wir Kleidung wahrscheinlich zugewiesen bekommen. Hier eigentlich. Oh, hätten wir den Skin sowieso irgendwann bekommen? Tempel der Hera. Ich komme für das Pankration.
Das muss ein Scherz sein. Uns fehlt nur noch ein Kämpfer, und zwar Testikles. Ihm geht es nicht gut. Er leidet unter dem Wetter. Ich nehme seinen Platz ein. Schon gut, schon gut. Spar dir das für den Kampf. Das kam noch nie vor. Doch die Menge würde toben, wenn das Pankration abgesagt wird. Nun gut. Die Wettkämpfe beginnen in Kürze. Also los. Schenke auch ich Musennektar aus, die Gabe der Götter an jenen Mann, dessen Braue von einem Kranze geschmückt, aus Pythos und Olympias Zweig. Selig, zu wem Ruhm sich gesinnt. Was wäre angemessener als ein Zitat von Pindar? Lass den Wettkampf beginnen! Ich zerquetsch dich wie ein Insekt. Okay. Das ist gemein. Ist mal unsere Körper verglichen, Junge. Einmal wirst du ganz klein, Lampf, was? Aber bitte. Alter. Wow. Das war einfach. Ein guter Anfang. Anfang? Begrüßt unseren nächsten Gegner. Erastos! Nicht blinzeln, sonst siehst du sterben! Ja, noch ein Treffer! Ja! Ja! Wie viele müssen wir verprügeln? Die Menge liebt dich, doch du bist noch nicht fertig. Nicht fertig? Ein schönes Opfer für die Götter, meint ihr nicht auch? Schon bald kommen wir zu unserem letzten Wettkampf. Der mächtige Alexios gegen den amtierenden Meister, Dorieus! Erstaunlich! Bald könnte ich der Gefährte eines Olympiasiegers sein! Oh, du bist in besserer Verfassung, als ich es bin. Obwohl, wenn Sokrates ein bisschen gewillter wäre... Alcibiades, geht es dir gut? Ich war aus mit Demophanes und Kallias, den bekannten olympischen Kampfrichtern. Zu viel billiger Wein? Hast du aus Medeas Becher getrunken? Medeas Becher? Glaubst du, er wurde vergiftet? Du hast gefeiert? Wir sind in Olympia. Was soll ich sonst tun? Wir waren im Leonideum. Wenn du vergiftet wurdest, muss ich den Kampfrichter finden. Vergiftet? Meinst du, das wurden sie auch, oder? Nein,
Niemals. Es sind gute Männer. Du glaubst doch wohl nicht, dass einer von ihnen... Sie veranstalten bei allen Spielen ein Fest, um die heilige Waffenruhe zu feiern. Bleib bei ihm. Ich gehe der Sache auf den Grund. Ihm nicht auch irgendwie helfen, wäre meine Idee. Gegengift besorgen, Medizin, irgendwas. Ich dachte jetzt, wir kämpfen noch gegen den Großen, aber anscheinend nicht. Oh nein. Blut. Das war definitiv Gift. Und Alkibiades war nicht das einzige Opfer. Ach du Scheiße, wie sind denn hier gestorben? Die Waffenruhe ist brüchig genug. Das Essen riecht komisch, aber nicht verdorben. Das ist der Beweis. Gift. Jemand hat es ins Essen und den Wein gemischt. Ein Speiseplan für die Feier. Und der Name des Händlers. Statten wir diesem Priam einen Besuch ab. Priam, ich sehe nichts. Und jetzt werden wir uns mal unterhalten. Bitte, bitte, ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Und jetzt tust du, was ich dir sage. Bitte, ich dachte, wir machen sie nur etwas langsamer, weißt du, damit sie verlieren. Ein paar Drachmen gewinnen. Mein Freund Alkibiades könnte bereits tot sein. Und du redest von Drachmen? Der Goldjunge. Ich war dort. Er hat nicht viel genommen. Wenn du ihm das Gegengift verabreichst, überlebt er. Sag mir, wo es ist. Bestimmt findest du es bei der Festung Koroibos. Ein Mann von dort bezahlte mich. Such da. Ich kümmere mich um den Schuldigen. Geh, ich will dein Gesicht nie wiedersehen. Ja, hab Dank. Der Kultisten. Ja. Ob wir einen Kultisten finden? Das Gegengift haben wir scheinbar schon. Ist das hier die Sauna?
Ich habe das Gegengift. Ach, mehr Wein bitte, um den Geschmack wegzuspülen. Hippokrates wäre beeindruckt. Ich spüre schon, wie meine Kräfte zurückkommen. Steht nicht noch ein letzter Kampf im Pankration aus? Gehen wir. Ein Kampf noch? Okay. Mann, hier ist ja richtig was los. Es ist halt nicht einfach nur eine Olympia-Geschichte, sondern... ja, hier passiert noch irgendwas. Und ich glaube, am Ende von dieser ganzen Sache hier, diesem Olympia-Zeugs, werden wir wahrscheinlich noch einen Kultisten töten. Irgendjemand muss ja auch das Gift runtergemischt haben. Übrigens, den Händler habe ich nicht getötet, wegen dem Olympischen Frieden. Obwohl er es verdient hätte, ehrlich gesagt. Dein nächster Gegner ist Dorieus. Er behauptet, er stamme von Herakles persönlich ab. Ja. Ich bin bereit. Hast du je gegen einen Olympiasieger gekämpft? Nein, aber ich bin bereit. Tja, du siehst nicht so aus. Du bist ja nicht mal eingeölt um Zeus Willen. Ich habe doch Öl. Es könnte nützlich sein und es roch so gut. Ich nehme es. Das wüsste ich zum Beispiel auch gerne. Was hat das mit dem Öl auf sich? Ist das einfach nur eine Tradition? Oder hat das noch irgendeine Bewandtnis? Die Musik klingt so, als wenn gleich ein Quicktime-Event kommt. Hm, du riechst besser als das letzte Mal. Bringen wir es hinter uns. Für Zeus. Wir sahen, wie aus einem Unbekannten ein Herausforderer wurde. Und nun sehen wir, wie er sich gegen den amtierenden Meister schlägt, Dorieus! Er ist auch nicht eingeölt. Gewonnen. Das war ein Olympiasieger. Gewonnen! Nike! Nike. Ich glaube, jetzt wissen wir auch, woher das herkommt. Waren gnädig zu ihnen, unseren Helden! Doch es kann nur ein Sieger geben! Sparta! Dir gebührt ewiger Ruhm!
jetzt nicht wieder so ein Ladebildschirm, wo... okay. Nee, alles klar, hat sich erledigt. Ist nur ein Ladebildschirm. Ich dachte kurz, wir verlassen wieder den Animus. Trophäe erhalten auf Goldkurs. Das ist, glaube ich, die Trophäe, dass wir die olympische Questreihe abgeschlossen haben. Griechische Athleten, griechische Athletinnen. So, gab es denn Athletinnen? So, der Eber, wie gesagt, ja, da weiß ich auch noch nicht genau, wie wir das anstellen. Jetzt müssen wir mal gucken auf unser Questbuch. Brasidas, der Eroberer. Da müssen wir hin. Und zwar nach Boiotien. Wo ist er? Da unten. Puh, ja, es ist eine gute Frage. Wir könnten mit dem Schiff segeln. Oder auch mit dem Pferd reiten. Das ist, ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Ich glaube, mit dem Pferd reiten macht mehr Sinn. Pankration, hier! Die letzte Chance zur Teilnahme! Es ist schon vorbei. Aktivier das. Wie ein Jingle. Ich dachte, der den Kranz kriegt, der wird von ihm so ein bisschen weggeknuspert. Wahrscheinlich ist er uns schon überdrüssig. Was ist denn hier los? Okay. Zwei Männer allein im Wald, da kann nichts Verdächtiges bei rumkommen. Vielleicht frönen sie auch nur ihrer wahrscheinlich für damals verbotenen. Obwohl ich mir hier nicht so sicher bin. Auf der einen Art glaube ich manchmal, dass das zu der Zeit auch in Griechenland verboten war, aber jemand wie Alcibiades, der lebt ja seine Gelüste doch auch recht frei aus. Aber gut, der hat das Geld ja auch. Um sich wahrscheinlich davor zu schützen. Der Einfluss macht es dann wahrscheinlich wieder. Martha sagte, ich soll sie beim Bildnis der Artemis in der Zeder treffen. Ja. Moment mal. Macht es mehr Sinn, erstmal mit unserer Mutter zu quatschen? Ich glaube schon, ne? Machen wir das als nächstes. Sonst müssen wir zweimal Ewigkeiten hin, also zweimal hin und her reiten und das über mehrere Kilometer. Das wäre nicht so angenehm.
kommen wir denn da hoch? Doch, endlich sehe ich Martha und Brasi das wieder. Ein Söldner wartet dort oben auf uns, das ist ja wunderbar. Wer bist du? Oh. Ich? Ein Niemand. Doch du. Du bist sogar göttlicher als Brasidas dich beschrieben hat. Hier sollte eine Statue von dir stehen. Brasidas? Was hat er mit all dem zu tun? Krieger, sagte er. Such nach dem mächtigen Krieger mit dem zerbrochenen Speer. Das göttlich ist von mir. Brasidas erkennt einen Krieger, wenn er einen sieht. Meine Taten würden jede Statue überdauern. Das stimmt. Dein Ruhm sollte auf jedem Gipfel besungen werden. In Arkadien bist du schon eine Legende. Wo ist Brasidas? Ich muss ihn sprechen. Sicher musst du das. Und die Frau, mit der willst du auch sprechen, ja? Moment. Du bist ihr sehr ähnlich. Sag mir, wo sie hin sind. Das sollte ich. Dafür hat mich Brasidas immerhin bezahlt. Warum tust du es nicht? Er hat nicht genug bezahlt. Ah! Meine Taten überdauern jede Statue. Wer sagt sowas? Sag mir, wo sie sind, oder ich schneide dir das dumme Grinsen aus deinem dummen Gesicht. Er sagte, du wärst etwas jähzornig. Er hatte recht. Sag mir, wo meine Mutter ist, oder ich schiebe dir mein Speer so tief in deine Kehle, dass du vor den Toren des Hades Eisen scheißt. Bitte! Hab Gnade! Sprich! Sie sind auf einer Klippe! Mit Blick auf Tegea! Brasi, das bezahlt dir nicht genug? Wer dann? Rede! Oder ich knüpfe dich an den Eingeweiden an diesem Baum auf! Der Archon! Er zahlt mehr für deinen Kopf, als Brasi das in diesem Leben verdienen wird! Sag mir, wer der Archon ist! Ich will einen Namen! Lagos. Sein Name ist Lagos. Und er ist der mächtigste Mann Arkadiens. Wer das Korn kontrolliert, beherrscht die Welt. Du hast dem Falschen gedroht, Malaga. Ich drohe nicht. Ich verspreche. Töten oder leben lassen? Früher oder später würden wir sowieso gegen ihn kämpfen. Jetzt kämpft er viel besser. Okay, sehr viel besser. Dann so. Deine Mutter ist bei mir. Komm zur Klippe in der Nähe von Tagia B. Also Tagia. Brasi das? Da wollte ich nicht hochklettern. Ah, dieses Hin- und Hergebringe, ey, das nervt. Dann immer über 1000 Kilometer.
Meter, nur Meter, nicht Kilometer. War sie das vielleicht doch ein Böser? Ich meine, es würde Sinn machen. Wenn er ein Kultist ist. Oder was heißt Sinn, aber es wäre schon ein krasser Plot-Twist. Die ganze, also er ist nett, freundlich und alles und dann entpuppt er sich doch als Feind. Ein Glück hast du uns gefunden. Ich erhielt deine Nachricht. Der Überbringer ist tot. Er hat dich verraten, Brasidas. Die Kultisten, von denen Myrine sprach, sie wussten, dass du kommst und müssen Lagos gezwungen haben, ein Kopfgeld auf dich auszusetzen. Wir können in Arkadien niemanden mehr trauen. Deshalb sollten wir den Kopf des Archons aufspießen. Das ist die Sprache, die der Marionettenkönig in Sparta versteht. Finden wir heraus, was in Arkadien vor sich geht. Wir sollten dieses Lagos-Problem ohne allzu großes Blutvergießen lösen können. So wie damals mit dem Höker in Korinth? Die Menge wollte Blut. Gewalt ist nicht immer die Lösung. Was auch geschieht, wir brauchen Lagos lebend. Arkadien ist Spartas Kornkammer. Und Lagos hält sie gefüllt. Dieser Mann arbeitet für den Kult des Kosmos, nicht für Sparta. Dann müssen wir ihn aus ihren Fängen befreien. Warum sollte er aussteigen wollen? Kopfgeld und Drohungen sind nicht seine Art. Lagos ist ein Bauer, kein Mörder. Was hältst du von dem Ganzen? Ich bleibe dabei. Schicken wir den Archon zu Hades. Wenn wir Sparta seine Kornkammer nehmen, ist der falsche König mittellos. Der Archon ist nicht mehr der Mann, den du kanntest. Der Kult hat ihn in der Hand. Ja gut, der König wäre dann mittellos, aber auch die Bürger würden hungern. Was wäre dein Plan, Brasidas? Anders als deine Mutter bevorzuge ich die leise Lösung. Ich werde zunächst eines seiner Verstecke untersuchen. Vielleicht gibt es dort Hinweise. Ja, das finde ich. Da kam ich ja gerade rechtzeitig. In der Tat. Aber nun triff eine Entscheidung. Dein Plan erscheint mir sinnvoller, Brasidas. Danke. Schön, dass du zustimmst. Die Gefühlsduselei vernebelt dir den Verstand. Tausende von Spartanern sind auf Lagos Korn und Schutz angewiesen. Sein Tod sorgt nur für Chaos. Er hat ein Versteck auf einem Bauernhof nordöstlich von Tegea. Triff mich dort, bevor du etwas tust, was du bereuen würdest. Und was, wenn Brasidas Plan fehlschlägt? Der Archon versteckt sich in der Festung Samikon. Das Monstrum ist nicht zu übersehen. Du kannst ihn zur Strecke bringen, aber sei vorsichtig. Er wird gut bewacht. Dann müssen wir die Verteidigung schwächen. Er hat Unterkünfte voller Wachen und Silos voller Korn. Wäre doch eine Schande, wenn denen was passiert. Wo genau sind Lagos Wachen stationiert? Einige verbringen die Nacht in Tegea. Im Schmugglerwald stehen zudem ein Lager sowie eine Festung. Vernichte die Wachen dort und seine Verteidigung wird geschwächt. Wo finde ich die Kornspeicher? Der Archon lagert sein Korn in der Wiege des Pan, steckt den Speicher in Brand und sein Reichtum wird in Flammen aufgehen. Ich finde heraus, was Lagos vorhat. Viel Glück, mein Kind. Du verstehst es nicht. Es geht nicht nur um Feuer und Weizen. Es ist persönlich. Oh. Du bist ein Kultist. Dieser Krieg machte manche Staaten über Nacht reich, darunter auch Arkadien. Die Kornfelder hielten die Armeen Spartas satt, was es zu einem verlockenden Ziel für den Kult machte. Doch Lagos, die wohlmeinende
Galionsfigur Arkadiens war kein gewöhnlicher Kultist. Er sehnte sich nach einer friedlichen Welt, in der er seine Familie großziehen konnte, bis er zu einer Marionette wurde. Okay. Odyssee weiter fort. Alles klar. Wir könnten ihn natürlich töten, aber er ist ja, wie da steht, nicht der klassische Kultist. Oh, hier haben wir wieder sehr viele Quests. Alles klar. Das bedeutet, erstmal, wir machen ein Folgenpäuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.